Guten Abend bei Frontal 21. Kürzlich hatte unser Autor Michael Haselrieder eine der finstersten Ecken unseres Rechtsstaats ausgeleuchtet. Die forensische Psychiatrie, in der einige Menschen nur aufgrund fragwürdiger Gutachten festgehalten werden. Weggesperrt für Jahre, vielleicht für eine Ewigkeit. Für einen Betroffenen hat der Bericht jetzt eine ganz große Veränderung gebracht. Nachgehakt. Frontal 21 berichtete über Thomas Lindlmeier. Der war gegen seinen Willen in der geschlossenen Psychiatrie im bayerischen Wasserburg untergebracht. Nur für ein paar Stunden pro Woche durfte er damals raus. 2011 wurde Lindlmeier zwangsweise eingewiesen, nachdem er sich gegen die Räumung seiner Wohnung gewehrt hatte. Er ließ den Gerichtsvollzieher nicht rein. Der Vorwurf: Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ein Gutachter erklärte ihn daraufhin für wahnhaft. Lindlmeier zeigte uns das Gutachten, das ihn in die geschlossene gebracht hatte. Rein nach Aktenlage ergeben sich forensisch-psychiatrischerseits dringende Gründe, dass eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB angeordnet wird. Er hat einfach ein Gutachten nach Aktenlage gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich eingefahren bin, zwangseingewiesen bin. Der Gutachter hat mich nicht gekannt. Der Gutachter, das war der Chefarzt der Klinik, in der Lindlmeier dann auch untergebracht wurde. Der Arzt wollte sich gegenüber Frontal 21 dazu nicht äußern. Jetzt, nach 3 Jahren und 5 Monaten, ist Lindlmeier entlassen worden. Wir treffen ihn in Wasserburg wieder. Nach dem Interview mit Frontal 21 waren ihm in der Psychiatrie zunächst alle Lockerungen entzogen worden. Nachdem er mich ja vorher total isoliert hatte und ich ja totales Kontaktverbot mit Patienten und Medien und so weiter hatte, ist dann völlig überraschend für mich dann plötzlich die Entlassung gekommen. Ein neues psychiatrisches Gutachten bescheinigt ihm jetzt, dass keine Gründe mehr für eine Unterbringung in der Psychiatrie vorliegen. Da freut man sich natürlich zunächst sehr, aber es wird einem auch sofort bewusst, wo soll man jetzt hin? Weil man wird wirklich rausgeschmissen. Ohne jegliche Entlassvorbereitung. Binnen weniger Stunden soll Lindlmeier seine Sachen packen, steht plötzlich auf der Straße. Er muss sich eine Wohnung suchen, in der er dauerhaft bleiben kann. Der 46-Jährige muss noch einmal ganz von vorne anfangen, nach bitteren 3 Jahren in der Psychiatrie. Das wünsche ich mir einen ärgsten Feind nicht, dass man so behandelt wird. Auch die Medikamentierung zunächst wird vollgestopft mit Tabletten. Ich erlebe andere, wo es genauso geht. Und man hat überhaupt keine Rechte. Und wenn man sich versucht zu wehren, gilt man sehr schnell eben als querulatorisch. Thomas Lindlmeier will sich jetzt mit seinem Verein, dem Deutschen Forensikbund und mit seiner Erfahrung um andere Psychiatrieinsassen kümmern. Das war für heute Frontal 21. Hier folgt jetzt das Heute-Journal mit Klaus Kleber. In der Karnevalszeit fallen wir aus. Am 17. Februar ist dann Schluss mit lustig und Frontal 21 sendet wieder. Bis dahin eine gute Zeit.